Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Und wir haben Hunger, wir werden uns kurz was zu spachteln reinziehen. Ja, ich weiß, ich bin auch gleich da zum Essen. Ich meine, ich habe ein Zimmer für 2 Gold bezahlt, da will ich auch ein bisschen was frei essen haben. Nö. Nom, 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 nom. So. Ich weiß nicht, ob die Entwickler das nicht bedacht haben, dass es so viele Töpfe gibt, dass man eigentlich hier nie Hunger leiden muss. Aber naja. So, du bist mein Ferdi. Pebbles, sehr nice. So, wir gehen auf Questsuche. Mich da flauschig ausgeschlafen. Da kommt er gerade aus seiner Ecke und guckt mich an. So, auf die Fährte, bla bla, zu Dienst, meine Herren. Genau, hole das verzierte Diadem. Das haben wir derzeit drin. Wir steigen auf unser Pferdchen. Und dann gucken wir mal. Das ist hier gleich um die Ecke. Stimmt, ich bin ja schon hierher gereist, ne? Ja, easy. Finde ich gut. So kann es immer laufen, dass ich schon da bin, wenn die Folge anfängt. Hey! Ach, du bist zu nichts zu gebrauchen, Pebbles. Einen Scheißnamen hast du auch noch. Eines Tages habe ich ein besseres Pferd, das vielleicht diese Hürde überwinden kann. Dann laufen wir einfach mal durch die Gärten. Ja, das wird das letzte Mal schon durchgelaufen, ne? Aber damals konnte unsere Pebbles noch drüber springen. Aber ich kann hier nichts klauen, das finde ich echt schade. Oh. Ich kann doch klauen. Johanniskraut. Aber ich weiß nicht, naja, werde ich irgendwie angegriffen deswegen. Ich kann nur das Johanniskraut klauen? Okay, gelb kann ich klauen, merke ich mir. Für den Fall der Fälle, dass ich eines Tages Johanniskraut brauche. Aber ich werde jetzt hier nicht alles wegpflücken, um Zeit zu verschwenden. Das wäre ja ein bisschen blöd, ne? So. Ich muss da oben. Ich kann das doch riechen. Ach, der Typ schon wieder? Das hatten wir nie abgeschlossen, glaube ich. Plopp. Dann sind wir fast durch damit. Was ist das denn? Ach, eine Kerze. Treppe, Dude, danke. Hallo. Was willst du hier? Ich will das Diadem abholen. Ich will das Diadem abholen. Ist es fertig? Ich halte mein Wort. Natürlich ist es fertig. Hier, bitte. Gott sei Dank hast du den Moldavit gefunden. Ohne ihn wäre es nicht halb so schön. Ja, easy. Wir hatten das alles ja schon vorbereitet in der anderen Folge. Und da hat er gesagt, hey, komm doch später wieder. Dann ist es auch fertig irgendwann. Kann ich es auch klauen? Nein. Vielleicht, weil ich einfach nur noch nicht weiß, was es ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich einfach nichts aufsammeln kann, weil ich nicht weiß, was es ist. Und das hier weiß ich halt, was es ist. Johanniskraut. So, unser nächstes Ziel ist zurück zur Herrin. Nach, nicht nach Letchko. Nein, 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 nein. Da nach Thalmberg. Vielleicht passiert ja heute mal was. Wir können ruhig mal wieder von Dieben angegriffen werden. Weißt du, da habe ich die einmal zusammengeschlagen und schon trauen die sich nicht mehr. Unglaublich, diese Feiglinge. Wir haben auf jeden Fall noch sehr, sehr viel aufzudecken auf der Karte. Und wenn wir eines Tages Dietrich hier wieder finden, dann gehen wir wieder auf Schatzjagd. Ich glaube, wir müssen zum Müller. Wir werden die nächste Quest mal für den Müller machen, dann sind wir ja automatisch bei ihm. Und dann gucken wir mal, ne? Weil ich weiß, dass ich schon mal Dietrich hier gekauft habe, aber ich weiß nicht mehr wo. Wo war denn das? Falls ihr es noch wisst, schreibt es mir mal in die Kommentare. Vielleicht lohnt sich das ja noch, bevor ich es finde bei Müller. So, okay. Nö. Ich habe mich verlaufen. Ich muss über die Zugbrücke, ne? Ach Gott, wo bin ich denn jetzt? Lass mich durch, heiß und fettig. Ich bin im Auftrag der Herrin hier. So. Gut, jetzt heißt es, sie nur noch zu finden. Leider sitzt sie da nicht mehr. Ist sie hier unten?
Die Köchin, die wir mal geklaut haben. Geht's dir wieder gut? Oh. Milch? Wieso ist die rot? Hast du die geklaut von der Kuh oder was? Okay. Die Herrin ist auf jeden Fall schon mal nicht hier. Und gucken wir noch ein bisschen weiter oben. Da ist sie doch. Willkommen. Der Herr schütze dich. Was benötigst du? Das Diadem überreichen. Ich bringe dir das Diadem vom Meistergraveur. Heinrich, du bist ein Schatz. Sieh nur, der Moldavit. Ist er nicht schön? Sophie wird aussehen wie ein Engel. Was wollte ich noch? Wie kann ich dir noch zu Diensten sein, Herrin? Kann ich noch etwas für dich tun? Nein, du hast wahrlich genug getan. Es ist Zeit für eine Belohnung. Das ist nicht nötig, Herrin. Dass du mir deine Zeit schenkst, ist mir Ach, genug. ich kotz Ach, gleich. Heinrich, sei nicht so bescheiden. Ich bin dankbar für deine Dienste und auch für deine Gesellschaft. Aus diesem Grund möchte ich dir etwas schenken. Deine Dieses Jungfräulichkeit? Hemd gehörte meinem Oh, Vater. oh, oh. Er war ähnlich gebaut wie du. Breite Schultern, starke Brust. Es sollte dir passen. Aber das kann ich nicht annehmen. Es ist zu wertvoll. Eben deshalb werde ich es nicht den Motten überlassen. Meinem Mann passt es nicht und ich wüsste niemanden sonst. Außerdem, wenn du uns wieder verlässt, möchte ich, dass du etwas hast, das dich an mich erinnert, damit du mich nicht vergisst. Dich könnte ich nie vergessen, Herrin. Ach Nun, Gott. würdest du es zumindest anprobieren? Was? Jetzt? Warum nicht? Keine Sorge, ich drehe mich auch um. Und wenn dein Mann hereinkommt? Wird er nicht. Und auch sonst niemand. Hat die Frau ein Vaterkomplex oder so? Oder warum will die er sich das ansehen? Ja, gut, okay, komm. Na gut. Vitalität. Oh Gott, ich. Casanova on. Es ist wirklich schön, dich hier bei mir zu haben. Ich sehnte mich so lange nach jüngerer Gesellschaft. Offenbar hat Gott meine Gebete erhört und dich zu mir geschickt. Ich bin fertig. Das steht dir ausgezeichnet. Du siehst aus wie ein feiner Herr. Als ich ein kleines Mädchen war, hatte ich immer viele andere Kinder und junge Erwachsene des Hofes um mich. Ich war so glücklich. Ich dachte, dass das für den Rest meines Lebens so bleiben würde. Aber Gott hatte andere Pläne für mich. Hast du und Herr Divisch keine Kinder? Nein. Nein, leider nicht. Es war uns nicht vergönnt. Schon zweimal trug ich ein Kind in mir. Aber beide starben. Und nun fürchte ich, gibt es keine Hoffnung mehr. Herren. Jetzt zieht euch endlich aus. Es tut mir leid, dass ihr dieses Schauspiel erleben müsst. Ja, komm, wir wissen es alle. Haut rein. Vergib mir, Herrin. Das war falsch. Ist schon gut. Die Strümpfe. Jeder hat gewusst, dass das irgendwann so kommen wird. Also ganz ehrlich, die hat sich schon aufgedrängt. Aber das ist. Ich sag mal kurz. Aha. Okay, ich habe immerhin Vitalität bekommen. Und die Herrin ist einfach weggelaufen. Was für ein Miststück. Alter Schwede. Naja, ich mach mal die Tür zu. Habe ich das Hemd jetzt noch? Oder hat sie mir das weggenommen? Wir gucken mal. Hemd von Stephanie. Wie auffällig bist du denn? Ist zu auffällig, weil es hell ist. Ich hätte es ja gerne angezogen. Kann ich es drunter anziehen? Ja. Nee, ich kann es nicht drunter anziehen. Ja gut, dann. Ich behalte es mal im Hinterkopf. Es sieht recht gut aus. Man kann es beim Adelös wahrscheinlich anziehen. Und ja, lassen wir es dabei. Wo ist diese komische Quest hier, ey? Das regt mich auf, dass ich diese Quest nicht finde.
Sag mal, wo ist denn die? Wollt ihr mich verarschen? Geht's noch höher? Geht's irgendwie drumherum? Sorry, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Die Katze ist wie so ein Hai. Man sieht immer nur die Schwanzspitze von ihm hier rumwandern. Ist ein bisschen irritierend. Pass auf. Wo soll denn der Scheiß sein, sag mal? Also, wir haben hier das Ganze schon mal ordentlich untersucht und alles, ne? Aber ich weiß es echt nicht. Ich fahre jetzt endlich überall. Oder bist du die Questgeberin? Handeln, lass uns handeln, Gespräch beenden, ja wow. Ist das die reinste Verarsche? Es wurmt mich einfach. Momento. Momento. Hey, pass auf. Halt's Maul. Rüpel. Halt's Maul. Bin hier auf dem Weg auf geheimer Mission, einen geheimen Auftrag zu finden. Und ich glaube, dafür muss ich ja immer rum. Ist mir egal, wie privat dieser Bereich ist. Hä? Wie komme ich denn dahin? Hä? Was zum... Ey, kannst du ein bisschen schneller gehen? So. Scheiße, da kommt jemand. Ich war nicht in dem privaten Bereich. Wie komme ich da hin? Kann ich da irgendwie hochklettern? Guck mal, da ist eine Tür, ne? Aber da war keine. Kann ich hier irgendwie raufklettern? Nein, auf Assassin's Creed machen? Ich will mich nicht waschen, ich will da raufklettern. Kannst doch voll knicken. Vielleicht hier auf dem Misthaufen und dann... Ich check's nicht. Ich könnte mir vorstellen, das ist ja... Das ist ja eigentlich dieselbe Höhe. Ich könnte mir halt vorstellen... Dass man hier rauf geht. Aber hier ist auch keine Tür. Das ist doch kacke, ist das. Was zum Teufel, Judah? Halt! Nein, 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 nein. Du hast das Gesetz missachtet. Hab ich nicht. Ich gebe ja auf. Na gut. Ich hab doch schon aufgegeben. Hat er mich erstmal gestochen. Ich hab dich gewarnt, dass du hier nichts verloren hast. Jetzt bist du fällig. So schnell wirst du die Sache nicht vergessen. Um das zu bereinigen, musst du einiges hinlegen. 17, 15. Leg dich nicht mit mir an, Freundchen. Das reicht. Mach so weiter und du... Wieso Misserfolg? Meine Werte waren besser als seine. Ja, hier, komm. Verflucht. Hier hast du das Geld. Du hast dich vor dem Gesetz geläutert. Na toll, jetzt komme ich hier nicht weg, oder was? Aber ich muss doch wieder durch den privaten Raum. Und wie komme ich auf diese scheiß Seite? Hä? Guck mal, da läuft sogar jemand. Ach, hier geht's auch noch rein, ne? Stimmt. Wenn ich jetzt hier reingehe... Bist du mein Questgeber? Herr Divisch! Herr im Himmel, was ist jetzt wieder? Ich habe mit deiner Frau gevögelt. Ich meine, ich hoffe, in deinem Lehen ist alles in bester Ordnung. Gott mit dir, Herr. Ich hoffe, in deinem Lehen ist alles friedlich. Friedlich? Wohl kaum in diesen Zeiten. Aber im Moment macht mir die Politik mehr Sorgen als der Krieg. Was ist los? Das Kloster hat den Einkauf von Stein und auch den Bau insgesamt gestoppt. Sie behaupten, dass es an der Qualität der Steinblöcke liegt. Aber das glaube ich nicht. Irgendwas ist da faul. Für mich sieht das eher nach Geschäftemacherei aus.
Okay. Was will man im Kloster damit erreichen? Was wollen die Mönche mit ihrem Verhalten erreichen? Den Preis drücken. Obwohl sie eh schon so wenig bezahlen müssen. Und dann bezahlen sie nicht einmal pünktlich. Oder schlimmer. Schlimmer? Du meinst, sie werden gar nicht mehr bezahlen? Gut möglich. Sie wollen aus dem Vertrag aussteigen und einen noch günstigeren Steinbruch finden. Und die angeblich schlechte Qualität des bisherigen Steinbruchs soll das rechtfertigen. Okay, und was ist mit den Steinblöcken los? Was ist denn nicht in Ordnung mit dem Stein? Angeblich gab es einen Unfall. Ein Stück soll losgebrochen sein und jemanden erschlagen haben. Aber der Steinbruchmeister schwört, dass das unmöglich ist. Er sagt, er schickt nur die besten Blöcke und ich glaube ihm. Er ist ein verlässlicher und erfahrener Steinmetz. Und befasst sich jemand mit dem Problem? Nun, mein Kämmerer sollte sich damit befassen. Aber er hat nichts weiter getan, als dem Kloster einen Brief zu schicken. Er meint, sie unter Druck zu setzen, könnte sie provozieren. Gibt es denn sonst nichts, was getan werden kann? Ich weiß nicht. Ich denke über einen etwas direkteren Ansatz nach. Auf dem Ohr ist mein Kämmerer jedoch taub. Er wird bloß weiter in höflichen Briefen salbadern und hoffen, dass es etwas bewirkt. Okay, und wie kann ich helfen? Ich könnte doch helfen. Aber du stehst ja nicht einmal in meinen Diensten, Heinrich. Ich diene Herrn Ratzig und er weiß, dass er sich auf mich verlassen kann, denn ich enttäusche ihn nie. Wohl wahr. Du willst also nach Sasa und dich wegen der Steine umhören? Ich kümmere mich darum. Ja, ich erledige das. Gut. Befrag die Mönche zu der Sache mit dem Stein und spitze die Ohren. Vielleicht reden sie ja über einen anderen Steinbruch. Ich tue mein Bestes. Ich hoffe, Sie reden mit mir. Keine Sorge, du stehst in meinem Dienst. Erinnere die Leute gern daran. Steinschlag. Okay, Was ist denn? halt's Maul. Ich will erstmal mich waschen. Nö. Ist das? Und. Achso, ich habe Vitalität beim Kampf verloren, stimmt. Und dann möchte ich gerne versuchen, so ein kleines Rüstungsset herzustellen auf die Lederhandschuhe. Nein, ich will das hier reparieren. Schmiedeset. Schusterset. Ah, Rüstungsset. Wollt ihr mich verarschen? Kann ich meine Sachen nicht reparieren? Naja. Okay. So. Wir gucken mal auf die Quest. Ich würde ja gerne für den Müller diesmal ein bisschen arbeiten. Liebeswerben. Das ausgebüxte Pferd. Der Ruf nach ein Freund in Not. Sprachbarriere. Alles andere sind nur Aktivitäten, ne? Die Besitzurkunde aus dem Rathaus von Red Hay. Ja, machen wir das, sondern passt das schon. Ups. Machen das jetzt einfach, ne? Ich meine, wir wissen, Aktivitäten sind sowieso immer endlos. Aber egal. Damit kann man ja auch seine Skills pushen. Dann machen wir das auf jeden Fall auch. Falscher Knopf. Ah. So. Ist auch noch eine Quest. Aber ich denke, bevor wir jetzt neue Quests annehmen, werden wir erstmal unsere jetzigen beenden und dann später neue Quests annehmen. Ich denke, das ist der richtige Weg. Also ich würde jetzt unsere jetzigen Quests gerne beenden. Überfall. Guten Tag, die Herren. Ich habe gehört, da will jemand aufs Maul. Oh, okay. Das wollte ich nicht. Ist da ein Bogenschütze, ey. Ein Kumane. Oh, schön. Komm mal weg da. So. Mir gefällt dein Hut, leider ist er ein bisschen auffällig. Boah,
Ach, da ist noch jemand. Oh, ich habe einen Dietrich. Brezel, Groschen, Fackel kannst du behalten. Die Salami nehme ich noch gerne. Dein Command-Zeug ist eh kaputt. Lederhandschuhe, 4-4. Okay, nehme ich. Wow! Okay. Das, war strange. Ah, cool, wir haben hier gerade gespeichert, weil wir die Quest angenommen haben. Jetzt verpiss dich da endlich. Na gut, wir haben zum Glück nichts verloren, alles gut. Ich würde aber gerne kurz gucken, was das für ein Buff ist. Platzhirsch. Oh. Was bringt das genau? Deine Bedürfnisse wurden befriedigt, was ein sicheres Auftreten zur Folge hat. Ach so. Oh. Ah, oh. Hm. Ich verstehe. Na gut, na gut, na gut. Ab nach Rethei. Ja, da will ich hin. Okay, das war ungünstig, dass ich mit zwei Schlägen tot war. Wenn wir in Rethei sind, sollten wir definitiv unsere Sachen reparieren lassen. Das war ungünstig. Ich dachte, er wäre alleine gewesen. Weißt du, ist da so ein komischer Bogenschütze, der nichts drauf hat? Und dann werde ich von hinten einfach abgestochen. Oh, hat er seinen Kollegen als linke Nummer benutzt? Ich glaub's nicht. Ist das eine fiese Nummer gewesen? Der kleine Penner, ey. Was ist eigentlich mit der Quest vom Henker? Ist die immer noch da? Ich meine, ich werde sie jetzt natürlich nicht nehmen, weil, wie gesagt, ich will jetzt meine Quest beenden. Wir haben ja überall auf der Karte diese Sterne. Deswegen ist es eigentlich egal, wann wir die Quests annehmen. Wir werden sowieso irgendwann dahin kommen. Verdammt! Halt dich von dem Ladenkern, wenn du nicht weißt. Habt ihr verstanden, was er gesagt hat? Ich glaube, der meinte irgendwie, ich bin dumm, danke, dass du mich übergerannt hast. Irgendwie so eine Art. So. Gut, dann Questlog, Steinschlag aus, die Beschimmelter Peschek an. Und wenn wir hier schon mal beim Schneider sind um die Ecke. Was zum Teufel? Wieso habe ich Hunger? Achso, weil, genau. Ich habe ja rumgemacht. Apotheker, sorry, falsche Tür. Ich wollte dir keine Hoffnung machen, dass du endlich mal irgendwelche Gäste hast. Wo war denn der Schneider nochmal? Ist hier da eine Bockwurst? Alchemist? Schreiber? Apotheke? Ach, Schneider da. Der Schneider, da ist der. Da möchte ich hin. Schloss knacken? Ist das schon so spät? Ja, na gut. So, wir wissen, dass wir hier auch reingehen können. Ach, wir brauchten dafür einen Dietrich. Ach, ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Stimmt. Da war das Problem. Wo gehe ich hier eigentlich hin? Gefängniszellen? Ist da jemand drin? Da ist ja niemand. Wozu soll ich die Türen knacken? Okay, Problemo, wir haben, kein Dietrich. Wir hätten einen gehabt, aber ich bin gestorben. Dann lass uns einfach so zu Peschek. Scheiß der Hund drauf. Und dann kriegen wir auch was zu essen und dann machen wir mit unserer Retterin rum. Da haben wir nämlich auch eine Quest für. Da müssen wir nämlich die Aktivität von Peschek ja gar nicht machen. Weil wir brauchen dafür einen Dietrich und wir haben keinen Dietrich. Aber um seine Fähigkeiten so ein bisschen zu pushen, könnte man das zwischendurch mal machen. Hey, habt ihr was zu essen für mich? Ich bin am Verhungern. Möge Gott mit dir sein, Heinrich. Ja, ja, wo ist euer Essen? Hier auf jeden Fall nicht. Ey, mach doch nicht die Tür zu. Wo sind wir denn hier?
Haha! Ich habe das Essen gefunden. So. Sehr schön, jetzt geht's mir gut. Ich habe irgendwie auch in der Brust ein Ach so, ich wurde ja angegriffen. Theresa, wollen wir rummachen? Ich habe dir etwas mitgebracht. Ich habe dir etwas mitgebracht. Nicht mein Dolch, nein. Tut mir leid, aber mein Dolch gebe ich nicht her. Danke. Aber ich weiß nicht recht, was ich damit anfangen soll. Naja, falls dir etwas Schlimmes widerfährt, könntest du ihn brauchen. Verstehe. Nun, vielen Dank. Aber ich weiß nicht, wie viel mir der gegen die drei großen Kerle gebracht hätte. Habe ich ihr jetzt den verdammten Dolch gegeben? Dreck! Egal. Wie geht's dir so? Na, wie geht's dir so? Ich denke immer zu an Scarlett. Ja, das war die Hölle. Aber das Leben muss weitergehen, nicht wahr? Du solltest mal den Kopf freikriegen. Was meinst du? Wollen wir spazieren gehen? Keine schlechte Idee. Jetzt ist es mir leider zu spät. Hol mich untertags ab. Dann gehe ich gern ein wenig mit dir spazieren. Wie die verehrte Frau wünscht. Du Schelm. Oh, meine Sachen sind verblutet. Ach, das ist meine Brust, die blutet. Oh, okay. Ich wüsste gerne... Was hältst du von Herrn Hanusch? Wer ist dieser Hans Kupp? Das wäre alles. Na gut. Gehen wir schlafen. Schlafen. So, bis Tagesanbruch. Satheit. Meine Energie ist komplett voll, aber egal. Wir schlafen so bis... Ja. Ich finde, 12 Stunden Schlaf ist... Das ist gesund. Meine Energie steigt wieder, Gesundheit ist wieder oben, schön. Gut, Sattheit ist ein bisschen blöd, dass wir jetzt unter 50% sind. Eieiei, aber egal. Dann können wir wenigstens gleich wieder was zu essen nehmen. Ich hoffe, ich kann noch aus dem Topf essen. Oder wieder. Guten Morgen. Verdammt. Aber ich habe selber noch Essen dabei. Ach, das stimmt, der Commander hat ja nie existiert, ne? Ich hab nicht mehr was zu kochen. Egal. Passiert. So, wer will heute mit mir im Regen spazieren gehen? Sag mal, wie schnell ist denn die? Moment. Du, verkauf mir was. Gütiger Gott, du siehst furchtbar aus. Hat dich jemand angegriffen? Ich habe hier Dinge, die ihren Besitz... Aha. Okay. Dietrich! Oh, die Regeln des Nikolaus. Dietrich! Eine Schatzkarte, ja? Gehen wir noch den Dolch. Schatzkarte 12. Verkaufen sonstiges. Schatzkarte 12 habe ich schon. Okay, gut. Ja gut, dann habe ich noch was zu verkaufen für dich. Mein edles Schwert. Nö, der Dolch. Ich habe doch noch einen Dolch. Ach, den habe ich gekauft. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Hier haben wir nichts zu verkaufen. Da haben wir nichts zu verkaufen. Da haben wir nichts. Eigentlich kann ich ihm nichts verkaufen. Schade eigentlich. Na gut, dann lass uns mal den Warenkorb prüfen. Und dann feilschen. Lass uns über den Preis sprechen. Ja? Ich zahle dir 290. Ja, das sollte passen. What the fuck? Das hat funktioniert. Hoho, wegen meinem Charisma, weil ich rumgemacht habe. Geile Nummer. So, kann ich noch mehr Dietriche kaufen? Hey. Ich habe hier... Nein. Na gut, 20 Dietriche, das reicht erstmal. Aber gut, ich wusste, dass es hier war. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder bei einer neuen Folge. Und dann, Sprachbarriere, Pferd,
Liebesleben da. Soll so wie so eine Art altertümliches Herz sein. Und was ist das? Eine Peitsche? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es darum, dass wir unsere neue Liebe umwerben. Da sitzt sie gerade. Und dann gehen wir spazieren. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.